Herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier auf diesem Kanal Road to Comeback, in der es nicht weniger darum geht, als dass ich wieder zurück aufs Footballfeld komme. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen, ihr wisst, ich habe Football gespielt und ich habe wieder ultra Bock und ich nehme euch mit hin zu den Trainings, zur einzelnen Vorbereitung bis hin zum ersten Gameplay. Let's go! In diesem Videoprojekt soll es darum gehen, dass ich wieder zurück auf den Platz komme. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sich nicht für Football interessieren oder vielleicht nicht auskennen. Deshalb werde ich euch auch Grundlagen immer wieder erklären, damit ihr besser zurechtkommt. Ich habe sehr, sehr viele Positionen gespielt. Ähnlich wie beim Fußball gibt es beim Football auch verschiedene Positionsgruppen. Das hier ist mein Zuhause. Das ist die O-Line. Wir beschützen den Quarterback. Wir sind die dicken Jungs, die andere dicke Jungs in diese Richtung schieben. Da es aber nicht immer ganz einfach ist, dicke Jungs zum Training dazu zu kriegen, habe ich einen Begleiter für diese Serie. Dieser Begleiter nennt sich Peter. Er ist vielleicht ein bisschen leicht, aber für Demonstrationen, wie das Ganze so aussieht, reicht das. Eigentlich ist er ein Fußball-Dummy, aber für Football reicht es auch. Und jetzt gehen wir in die ersten Übungen. Die erste Übung, denn eine O-Line besteht aus drei verschiedenen Positionen, dem Center, dem Guard und dem Tackle, befassen wir uns in der Mitte mit dem Center. Er beginnt den Spielzug, er bekommt den Ball und muss den durch seine Beine snappen. Dann steht entweder der Quarterback dahinter und man übergibt den Ball einfach nur hinten direkt am Po. Ein bisschen Erotik ist auch dabei. Oder er snappt den Ball zu seinem Quarterback, der in der Shotgun steht. Da hinten. Und das machen wir jetzt mal, um zu gucken, ob ich das noch kann. Das Ganze läuft jetzt so ab. Ich gehe in die Position. Mein äußerst charmanter Kameramann Mr. Noli gibt mir Kommando, set hat. Und bei hat wird der Ball gesnappt. Und jetzt gucke ich, wie viel ich treffe von, ich sag erstmal 5 Versuchen. Wir machen ja erstmal eine Bestandsaufnahme, wie gut ich eigentlich noch bin. Set. Hat. War scheiße, oder? Ja. Okay. Also Ziel wäre es natürlich, da durchzuwerfen. Wenn ich ihn berühre, ist okay. Knapp daneben ist auch noch okay, aber alles andere schlecht. Weil dann ist das Spiel sogar am Arsch. Set, hat. Das war besser. Ja, war aber auch noch nicht gut. Set, hat. Höher war gut. Wahrscheinlich komplett rechts daneben. Wenn ich mir das nachher im Replay angucke, ist bestimmt alles richtig scheiße. Wäre schön, wenn ich zumindest einmal den Ring treffen würde. Okay. Das Problem ist, das muss jedes Mal passieren, ansonsten ist der Spielzug am Arsch. Hatte sich gar nicht schlecht angefühlt, aber ich glaube, er war schlecht, oder? Okay. Jetzt wandern wir von der Mitte des Centers mal nach ganz außen. Das ist die Tackle-Position und in der O-Line eine sehr, sehr wichtige Position. Denn, um das kurz zu erklären, der Quarterback bekommt den Ball. Wenn er den Ball wirft, als Rechtshänder steht er so. Heißt, er sieht nicht, was im Rücken passiert. Das heißt, die wichtigste Position ist sein Left Tackle. Der beschützt die Blindside. Da gibt es sogar einen Film drüber. Sehr empfehlenswert, könnt ihr euch mal angucken. Sehr emotional. Und diese Tackle-Position mache ich jetzt mal, um zu zeigen, wie wichtig das ist. Denn da gehört eine wichtige Technik dazu. Der sogenannte Kickslide. Den erkläre ich jetzt. Also der Kickslide läuft so ab. Wir gehen in den normalen Stand. Und dann aufs Kommando, wir gehen jetzt davon aus, es ist ein Passspielzug. Das bedeutet, unser Quarterback da hinten wird geschützt. Wir lassen den Gegner kommen und halten ihn einfach nur außen, damit er geschützt wird. Und das macht man im Kickslide, damit man auf dieser Position nicht die Kontrolle verliert. Weil da ist ein schwerer Typ gegenüber, der will mich über den Haufen rennen. Set, hat. Ich versuche das nochmal, weil ich habe es jetzt oft und lange nicht mehr gemacht. Das Wichtige ist, das Bein hinten muss feststehen, den linken zieht man hinterher und irgendwann nimmt man den Passverteidiger auf. Wir haben natürlich jetzt keinen, der mir entgegenrennt. Dementsprechend erstmal nur die Trockenübung. Set, hat. Wichtig dabei ist natürlich auch, nicht so weit nach oben, denn je tiefer du bist, umso schwieriger ist es, dich aus dem Konzept zu bringen. Set, hat. Sieht es vielleicht ein bisschen dumm aus und ein bisschen unspektakulär, aber das ist das grundlegend Wichtige für die Passverteidigung eines Tackles. Jetzt gehen wir in die mittlere Position. Für den Anfänger vielleicht am leichtesten zu lernende Position, nämlich der Guard. Gibt's rechts und links. Jetzt machen wir das Ganze mal bildlich für einen Run-Block. Der unterscheidet sich zum Pass-Block, denn beim Pass-Block lassen wir den Gegner kommen. Beim Run-Block gehen wir dem Gegner entgegen, denn hinter uns kommt einer angerannt, dem wollen wir ganz viel Platz verschaffen. Dafür brauche ich wieder Peter. Set, hat. Sieht jetzt vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen unscheinbar aus und ein bisschen unspektakulär, weil Peter halt nichts wiegt, weil eigentlich stehen mir auch hier, ich sag mal, 120 Kilo schwere Athleten vor mir. Aber das ist die grobe Taktik. Du musst explosiv raus und den Gegner, soweit es geht, schieben. Und das versuchen wir jetzt ein paar Mal.
Set, hat. Jetzt gibt es natürlich zwei verschiedene Wege zu blocken. Entweder der Running Back möchte hier hin. Dann öffnen wir die Lücke, indem wir ihn nach außen drücken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Running Back einfach durch die Mitte durch möchte. In dem Fall blocken wir einfach nach vorne und im besten Fall unter das Pad und dann so rausheben. Würde aber so nicht funktionieren. Also einfach nur geradeaus, das reicht. Um die Übung ein bisschen interessanter zu gestalten, wird mein Kameramann jetzt ansagen, entweder A-Gap, bedeutet der Spieler möchte durch das A-Loch, was hier ist, oder durch das B-Gap, das ist hier. Nochmal kurz Erklärung, A-Gap, ich schiebe hier mal am besten nach außen, B-Gap, am besten nach vorne, weil ich komme nicht um ihn rum. Also schieben wir ihn einfach nach da. A-Gap, Setup. Boah, Peter hat noch eine lange Saison vor sich. B-Gap, Setup. Es fühlt sich so leicht an, wenn ich ihn einfach wegschlagen kann, aber das ist nicht Sinn der Sache. B-Gap, Setup. Okay, das war scheiße, weil meine Hände müssen ziemlich nah aneinander sein, damit ich einfach mehr Kraft habe. Im besten Fall so nicht an die Frau, sondern unter die Pads. A-Gap, Set, Hut. Also, das waren mal so grobe Übungen für die Lines. Und wenn ihr mehr sehen wollt, zum Beispiel für den Quarterback, für Wide Receiver, Running Back, Kicker, macht das Plus weg, folgen, dann seht ihr es beim nächsten Mal. Und natürlich mein Weg wieder hin zum Football-Comeback. Wenn wir aber so in die Tackles reingehen, braucht man schon ein bisschen Ausrüstung. Ich glaube, ein neuer Helm wäre auch eigentlich gar nicht mal so schlecht für die neue Saison. Echt? Mal gucken, was da so geht. Aber als Abspann-Highlight kriegt ihr einen schönen Tackle, kriegt ihr ein schönes Tackle gegen Peter. Go, Peter, go. Set, hat. Und Peter, wie geht's dir? Noch? Er ist am Auslaufen. Ne, ist gut. Also? Kann man empfehlen für Temu. Steht nur nicht gut, trotz Wasser.